Hallo, ich möchte heute auf ein Thema eingehen, das man sehr oft auf Prepper-Kanälen findet, sehr oft darüber geredet wird, nämlich raus aus Großstädten, wenn die Lage eskaliert. Da wird von Zeitkorridoren gesprochen, die man nicht verpassen darf, aber so richtig darauf eingegangen, wie, wann und wohin das Ganze ablaufen soll, das erfahrt ihr leider nicht. Zuerst sollten wir mal den Begriff Großstadt klären. Welche Stadt ist denn eine Großstadt? Ab wie viel Einwohnern oder ab welcher Größe ist es eine Großstadt? Kann es nicht auch in kleineren Städten sinnvoll sein, die zu verlassen? Muss man vielleicht über Brücken, die unüberwindbar sind in einem Kriegsfall oder einer Katastrophe? Wohin? Einfach raus und in den Wald und dort bleiben? Hier gibt's Antworten. Abonnieren, wenn ihr über neue Uploads informiert werden wollt. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder runter freuen. Wenn ihr das Thema interessant findet, teilt es mit euren Freunden. Je nach zeitlicher Einschätzung lagen damals, könnt ihr sehen, 1887 die Großstadt bei Leuten über 100.000 Einwohnern. Später wurde das auf über 500.000 revidiert und mittlerweile gelten die Supergroßstädte wie München und so weiter ja nur, wenn es 1 Million oder mehr ist. Also wo beginnt's, wo endet's? Diese Definition Großstadt ist eigentlich Blödsinn. In jeder größeren Stadt kann es gefährlich werden. Auch kommt es auf die Lage an, wo ihr wohnt. Direkt im Zentrum, eher am Stadtrand? Gebraucht euren Verstand und beurteilt die Lage je nach eurer individuellen Situation und nicht nach Vorgaben wie Großstadt. Warum will man raus? Es könnte eskalieren. Es könnte zu Plünderungen kommen aufgrund von Ressourcenmangel. Ein gutes Beispiel dafür ist der momentane Ukraine-Konflikt. Dort sind viele Geschäfte schon vollständig geplündert gewesen, 10 bis 11 Tage nach Kriegsbeginn. Die Unruhen greifen aber nicht gleich die ganze Stadt. Das geht natürlich erstmal auf Geschäfte. Und dann kann man auch mitbekommen, dass da etwas läuft. Ja, und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, der richtige Zeitpunkt. Auch hier gibt es einen richtigen oder falschen Zeitpunkt. Ja klar, es gibt einen Zeitpunkt, wenn man ihn verpasst hat, dann kommt man unter Umständen nicht mehr raus, weil zum Beispiel die ganzen Straßen blockiert sind mit Autos, die auch da in diese Richtung wollen, wo ihr hin wollt. Aber auch dafür gibt es keinen klaren Indikator, wann der richtige Zeitpunkt ist. Auch da müsst ihr euren eigenen Verstand nutzen und euch eine Grenze setzen, wo ihr sagt, wenn es so und so wird, dann fahren wir. Und wenn ihr nicht mehr fahren könnt, weil es zu spät ist, das Auto zu nutzen, dann müsst ihr eben gehen. Die beste Zeit, um aus der Stadt rauszukommen, ist zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens. Aber irgendwie irgendwohin loszugehen, ist Schwachsinn, Leute. Ihr braucht einen Plan, wohin ihr gehen wollt, welche Wege ihr benutzen wollt, sowohl wenn ihr mit dem Auto fahrt, als wenn ihr zu Fuß geht. Zu Fuß könnt ihr natürlich Schleichwege benutzen, wo kein Auto langfahren kann. Ihr könnt innerorts kleine, dünne Wege benutzen, Fußgängergassen benutzen, die kaum jemand überwachen wird. Was ihr braucht, ist also ein Plan schon vor der eigentlichen Flucht. Wenn ihr das Auto nicht mehr nutzen könnt und nur euer Gepäck tragen könnt, so zieht in Erwägung, ob ihr vielleicht eine Sackkarre oder einen Schubkarren habt, in dem ihr etwas mehr transportieren könnt. Zumindest für den Anfang. Die kann man immer noch im Stich lassen, wenn es nicht mehr damit weitergeht. Und plant nicht nur einen Weg. Plant zwei oder drei Möglichkeiten, aus der Stadt rauszukommen. Denn der eine Weg könnte ja blockiert sein. Ganz am Anfang im Video habt ihr die Stadt gesehen mit dem Fluss durch. Da waren drei Brücken zu sehen. Was macht ihr, wenn so eine Brücke weggesprengt ist oder blockiert ist durch Fahrzeuge? Wie kommt ihr dann noch über den Fluss, wenn ihr auf die andere Seite müsst? Auch darüber müsst ihr euch Gedanken machen, wenn ihr da an solchen Bedingungen vorfindet, wenn ihr über eine Brücke müsst, wenn euer Ziel genau auf der anderen Seite liegt. Diese Brücken sind tückisch. Manchmal gibt es Wege unter den Brücken, da müsst ihr aber auch wissen, wie man da rankommt. Manchmal gibt es reine Fußgängerbrücken oder Bahnbrücken, die man nutzen kann zu bestimmten Zeiten, wenn zum Beispiel kein Zug fährt. Da stellt sich gleich die Frage, wohin will man fliehen? Einfach nur in den Wald und dort die Zeit aussitzen? Das ist vielleicht im Sommer oder Frühjahr bis Mitte, ein bisschen herbstig noch möglich, aber euch werden die Ressourcen ausgehen und ihr werdet an Nässe und Kälte leiden. Also ihr braucht einen konkreten Anlaufpunkt. Ihr braucht etwas, wo ihr
hinsteuert. Euer Ziel, ihr könnt nicht einfach irgendwo in den Wald gehen. Ein einzelstehendes Gehöft, eine kleinere Ansiedlung, mehrere Höfe, die beieinander liegen, ein kleines Dorf mit ein paar hundert Einwohnern, das sollte euer Ziel sein und das müsst ihr auch schon vorher vorbereiten. Ihr müsst vorher dort die Leute kennenlernen, ihr müsst konkret wissen, in welches Haus ihr rein dürft oder ihr müsst euch selbst der Grund erwerben, aber dafür ist es jetzt schon zu spät. Ja, Planung ist das A und O. Was, wenn ihr den Absprung nicht schafft, nicht rechtzeitig schafft, nicht mehr rauskommt? Dann ist es auf jeden Fall besser, zu Hause zu bleiben. Zu Hause zu bleiben, als mit Gewalt noch fliehen zu wollen in eine unsichere Situation in eurer Umgebung. Dann ist es Zeit, sich darauf einzustellen, sich und sein Hab und Gut zu verteidigen. Auch diese Möglichkeit solltet ihr auf jeden Fall in eure Planung mit einbeziehen. Denn so ein Absprungpunkt, so ein Zeitkorridor, der ist leicht zu verpassen. Habt ihr ein konkretes Ziel und schafft ihr es dorthin, müssen dort auch schon die Vorräte sein. Ihr könnt nicht alles mitnehmen, was ihr zu Hause habt. Ihr braucht aber mehr Vorräte und mehr Material, also muss das schon dort für euch bereit liegen. Und wenn der Weg länger dauert, vielleicht an einer Zwischenstation. Geht den Weg ab und schaut, ob ihr bestimmte Hilfsmittel braucht, um den Weg auch fortzusetzen. Dietrich Sett, Bolzenschneider etc. Das war's schon, bis zum nächsten Mal.